wenn Menschen an sich arbeiten, spirituell werden, die Persönlichkeit entwickeln, dann ist es meistens so, dass die Leute eine Sache haben, wo sie einen Schmerz erfahren, wo sie Angst haben, und an dem Teil des Lebens wollen sie arbeiten und an dem Teil bleiben sie dran. Also der Teil, wo sie denken oder wo sie sich auch am meisten Glück erhoffen, wenn sie diesen Teil ihres Lebens irgendwie hinbekommen haben. Aber es ist so, dass ein Teil zwar ein guter Anfang ist und ein Teil ist auch eine gute Startoption, also quasi wenn in einem Teil des Lebens oder einem Lebensbereich der Schmerz so groß ist, dass man dann anfängt mal was zu tun und sich weiterzuentwickeln, dann ist es ein super Startpunkt. Aber man muss sehr schnell entdecken, dass es darum geht, sich ein Ecosystem of Positive Emotions, wie es Tyler sagen würde, also ein Ökosystem von positiven Emotionen sich zu schaffen. Das heißt, in jedem Lebensbereich zu schauen, dass man die alle irgendwie auf die Reihe bekommt. Das heißt, dass man sich von einem Lebensbereich nicht aus der Bahn wirft, wenn der mal nicht so klappt. Das heißt, sportlich sich betätigen, in die Natur rausgehen, einen Social Circle aufbauen, also viele Freundschaften pflegen, erhalten und haben, auch tiefgehendere Freundschaften. Auch Männerfreundschaften, mit denen man nicht nur Scheiß macht, sondern Männer, mit denen man auch über tiefgründigere Dinge redet. Weil Männer sind oft ein guter, wie sagt man, Reflektor, wenn man selbst so ein bisschen die Sicht, die Perspektive verloren hat, um zu sagen, ey Junge, pass mal auf, das und das sollte ich mal beachten, und das ist immer ein guter Impulsgeber. Selbstverständlich die Partnerschaft ist auch ein wichtiger Punkt, aber viele Männer nehmen die Partnerschaft oder die Beziehung zu Frauen oder den Erfolg bei Frauen als viel zu wichtig. Es ist ein guter Startpunkt, aber es sollte nicht dauerhaft und ein Leben lang und jahrelang nur darum gehen, sich darin irgendeine Meisterschaft zu entwickeln oder sowas, sondern parallel schauen, dass man in die Natur rausgeht, dass man wandern geht, dass man neue Sportarten entdeckt, dass man vielleicht Bücher liest, die einen inspirieren, wandern zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder klettern zu gehen oder in die Alpen zu gehen. Also ihr seht, es geht viel darum, in jedem Lebensbereich einen ausgewogenen Kreis um sich selbst zu errichten, dass wenn ein kleiner Turm, ein Lebensbereich umfällt, dass man dann nicht sofort aus der Bahn geworfen wird, sondern dass man dieses Ökosystem der positiven Emotionen so um sich rumbaut, dass man eine positive emotionale Stabilität erhält. Das dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.